hab noch was gegessen, so ein bisschen was drin geschoben. Kommen wir zur Phase 3 von unserem Void Rift. Leeren Riss. Insider, wer die vorher geguckt hat. Also, starten wir. Wir haben wieder 35% auf die Alprom-Fraktion. Das hilft uns vor allen Dingen am Ende beim Boss. So. Dann sammeln. Erstmal einsammeln, sammeln. Wir haben Sammelwut. So, was haben wir denn da? Gucken wir mal in die Map. Die war eigentlich relativ simpel, muss ich sagen. Da es nur zwei Typen vom Gegner gibt und das ist einer, der komplett extrem Damage machen kann, aber super empfindlich gegen Bosses. Also egal, ob es Magiewiderstand gering ist oder Verteidigung, beide. Aber der hier, der Adax-Gefolgsmann, der ist gegen magischen Widerstand, naja, da ist natürlich dann reiner Damage, also physischer Damage besser. Das lasse ich jetzt im Autokampf laufen, weil das ist relativ einfach. Wichtig natürlich, ein Tank stellt ihr hin oben und unten arbeitet ihr mit Magiern. So würde ich es machen. Also ich habe gesehen, da oben steht ein Tank. Ach nee, doch nicht. Halt, ist die falsche Map. Doch. Zwei Tanks brauchen wir. Falsch. Zwei Tanks. Unten arbeitet ihr trotzdem mit Magier. Wir brauchen zwei Tanks, genau. Dann stellt ihr Vortex hinten in die Ecke. Seht ihr? Und dann Magie mit Direktdamage bearbeitet die dann oben. Da seht ihr auch, der kommt da wieder an, der Magier. Das ist der, der relativ stark ist gegen Magie-Damage, aber gegen physischen Damage kommt man relativ gut an. Und dann seht ihr, ich habe jetzt hier unten Vienna hingestellt und Kamet. Das liegt daran, die beiden bleiben jetzt hier unten stehen. Und dann kann ich jetzt hier unten die ganze Zeit mit denen Damage drauf machen und versuchen dann hier wieder relativ weit schon. Manchmal töten wir sie, je nachdem Skills, oder die bleiben am Leben und sie gehen aber nach oben dann zu den Verbündeten mit relativ wenig LP und ihr könnt die relativ schnell kaputt machen. Meine Damage-Leader sind jetzt hier oben Silas und Hatsut und mein Tank-Duo ist immer Olak und Brock hier. Olak sollte jeder haben. Ja, ihr seht ja jetzt, der hier geht hier durch. Gegen Magie-Damage, wie gesagt, das ist nicht ganz so stark, ne? Aber trotzdem, da oben jetzt dann mit Hatsut und ihrer Ulti geht das dann relativ schnell. Da unten seht ihr jetzt wieder, da ist jetzt durch den Damage von denen, die greifen dann immer an. Ist jetzt unser einer Champ, Vienna gestorben. Die stellen wir dann einfach irgendwann wieder hin, wenn wir sie nochmal brauchen. Ich glaube, wir brauchen sie gar nicht mehr. Jetzt seht ihr, jetzt gehen die mit dem wenigen LP nach oben und wir werden sie jetzt da oben dann einfach schotten. Ja genau, jetzt macht Silas dann da oben den Rest mit seiner Ulti. Die solltet ihr aber töten, nicht zu lange warten, denn die machen ordentlich Damage. Habt ihr gerade gesehen, also Olak ist bei mir jetzt gestorben, aber Silas halt dann einen Chaka-Chaka macht bei uns Silas. Und dann seht ihr aber auch, guck mal, die beiden direkt schon, aber auch Kamet und Vienna haben unten ihren Damage gemacht und das ist nicht zu unterschätzen. Ihr solltet unten die abfangen. Egal wie ihr es macht, mit was für ein Damage, spielt keine Rolle, weil wie gesagt, die kriegen alles ab. Die halten alles, mögen überhaupt nichts von dem. Also ob ich sie mache, man kann es wahrscheinlich mal anders machen. So, die Map ist übrigens sehr witzig. In der Map ist es so, hier muss man sich ein bisschen geschickt hinstellen, damit ihr, wenn ihr Schaden macht, wie soll ich das sagen, trotzdem gezielt spielt. Also das ist relativ witzig gemacht, finde ich. Lassen wir auch mal mit Autofight laufen. Und zwar ist so, ich stelle über Kreuz dann den Arrogance hin. Das ist ein Rangefighter. Also oben Olak, klar, wir fangen mal die ab. Ne? Immer da, wo er zuerst anfängt. Jetzt seht ihr, ich stelle ihn jetzt ein Stück weiter weg. So, dann kommt ein bisschen, kommt der zweite und so, wie er so ein bisschen Schaden machen. Dann Vortex so hinstellen, dass er alles trifft, da oben. Da kommt Brock hin, also zwei Tanks natürlich, klar. Und da das jetzt hier relativ smooth ankommt, stellen wir unten daneben, stelle ich meinen Vores hin. Aufgrund dessen, dass wir auch 35% natürlich Bonus haben. Und Silas dann dahinter, der dann da ein bisschen Damage mitmacht. So, und das lassen wir jetzt einfach weiterlaufen. Das rennt dann ja ganz gemütlich durch. So, tschak, tschak, tschak. Ohne Probleme. So, dann haben wir jetzt hier noch Abomination hingestellt. Geht da, oder? Und jetzt kommt da oben der Ed. So, und damit der nicht Arroganz trifft, weil ich glaube, wenn ich mich recht irre, macht Arroganz da oben, würde der Schaden bekommen mit der verwüstenden Combo. Und damit das nicht passiert, steht Arroganz weiter weg. Das ist eigentlich der ganze Grund. Und hier unten sind halt dann zwei Champions, das Abomination und Res und Silas im Hintergrund, die dann da ja im Prinzip den Burst fahren auf. Und das alles. Hier könnte aber jeder Rangefighter, das muss nicht Arroganz sein. Das Nightmare Fighter hat bloß den großen Vorteil gerade, weil ich sage, Nightmare hat 35% Bonus. Ihr könnt auch irgendeinen anderen Rangefighter. Wer hat Zillitu gezogen, kann auch Zillitu dahin stellen.
Abzahn da hinstellen. Ist vollkommen wurscht. Hauptsache ein Rangefighter, der nicht von seinem Damage da oben getroffen wird. Also hab ich's gemacht. Ob das jetzt die richtige Entscheidung war? Was funktioniert? Interessante Map, ne? So. Warum spiele ich die Autofights nicht mehr per Hand? Weil ich finde immer, wenn es dann schon läuft, wieso denn alles nochmal spielen? Das macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Da ist übrigens unser Endboss. Ante Technik da übrigens. Da haben auch viele im Stream gesagt, wie macht man den? Eigentlich ist es ganz simpel. Ich habe aber auch ein bisschen gebraucht, bis ich dann da geswitcht bin zu der Taktik, die ich jetzt fahre. Jetzt kämpfen wir gegen Baron. Ja, mit zwei Lanes. Wichtig ist hier, dass man seinen Tank und seinen Damage richtig hinstellt. Wir haben bei Nightmare nur 6 Champs. Und das ist auch das Kritische hier, dass wir nur 6 Champs haben. Wir brauchen vielleicht hier, vielleicht auch nicht. Lass uns mal mit dem Team laufen. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Team war. Auf jeden Fall ist entscheidend. Hier oben natürlich Damage hin machen. Ne? Also klar, klassisch Damage hin. Wir setzen ihn dahin. Halt, es ist. Moment. Stopp. Neustart. Nein. Es fehlt mir ein Healer. Ich habe Silas drin. Fehler. Wir brauchen einen Heiler. So, für Healer brauchen wir. So. Also, wir stellen uns jetzt da ganz oben Abomination hin. Natürlich dann auch noch ein Healer dahinter. So, jetzt sieht er, kommt da die Mob, ne? Und jetzt ist wichtig, hier nicht einen Tank so gucken lassen, sondern ihr lasst den so gucken. Das ist wichtig, damit ihr hier unten nur einen Tank hinstellen müsst und trotzdem die Ads bearbeiten könnt. Weil nachher nämlich Baron, wenn der dann kommt, wird das ziemlich bitter. So. Also seht ihr, jetzt ist da unten, kriegt er trotzdem Damage ab. So, jetzt setzen wir da oben den hier hin. Jetzt ist da oben, macht er kaum Schaden, unser Abomination. Ne? Das wird sich gleich ändern, wenn dann er in seine Ulti-Phasen kommt. Dann haut er nämlich so viel zu, dass dann der Schaden so ist, wie er sein sollte. So, wir setzen jetzt hier unten auch noch einen Heal hin. Jetzt kommt da schon der Erste. Das ist nämlich natürlich dann... Und jetzt ist schön, jetzt wird nur Olaf getroffen. Wenn oben dann... Oh, oben ist er durchgekommen. Moment, dann habe ich oben falschen Tank hingestellt. Wartet kurz. Kann sein, dass da oben wo es hin muss. Ich bin mir nicht mehr sicher, weiß nicht mehr, welcher oben hinkommt. Das ist zu lange her. Ich glaube, ich habe Boas umhingestellt. So. Dann das wieder so. So. Oder ich muss... Ich kann auch sein, dass ich bei Vortex wegen einem Content Run irgendwann mal getestet habe, seine Angriffsgeschwindigkeit ein Stück zu senken. Das könnte es... Oh, halt falsch. Das könnte es auch sein. Das müsste ich mir jetzt entschuldigen, wenn es so ist. Aber ich glaube, dass Vress oben das besser schafft wegen seiner Ulti. Dass er sich dann auch selber ein bisschen mitteilt. So. Jetzt ist es hier unten dann auch... da kommt dann auch noch Eda hin. Und da ist es so, da können wir ganz normal tanken, weil die Schleuderviecher... Lass mal kurz laufen, das ist jeweilig meine. Die da. Die sind doof. Und die kommen nur in der Mitte. Seht ihr das? Deswegen ist es wichtig, dass euer großer Tank, dass der hier steht und der Damage von den Seiten kommt, ohne dass die getroffen werden. Weil dann, guckt, seht ihr das? Dann, ja, ist einfach, ist relativ simpel dort dann Schaden zu generieren. Und hier unten, die Verbündeten sind nicht so stark. Und an der Wave hier, wo die Schleuder kommt, kommt auch der Baron, der Große. Und den wollt ihr dann auf jeden Fall so abfertigen, ne? Man kann dann schön Arrogance da von Weitem drauf feuern, ohne dass er Gefahr läuft, irgendwie getötet zu werden. Jetzt kommt der Baron, seht ihr das? Und ihr solltet immer einen zweiten Tank als Reserve haben, falls das hier nicht reichen sollte. Wir machen jetzt eins, kommt der Schleudern, seht ihr das? Und dann guckt man auf Olak. Der kriegt die ganze Zeit Schaden, der Champ. Olak hat sein Schild. Alles gut. Das sollte halten. So. Machen wir Olak mal seine Ulti an.
bisschen Heal und setzen auch noch einen Heal von Elowin dahinter. Wie gesagt, er sollte voll bleiben. Der Olak, dass er auf jeden Fall safe ist. So, und jetzt wieder. Zack, 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 seht ihr. Wieder unser Arrogance von da oben runterschießt. So, dumm, 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 dumm. Und ihr müsst da unten nur so lange durchhalten, bis Arrogance da oben sein Zeug gemacht hat. Das ist eigentlich alles. So, jetzt kriegt er wieder Damage da. Dann versuchen wir wieder zu heilen. Jetzt kriegt er natürlich immer mehr Schaden. Ne? Also der Schaden steigt ja bei ihm an. Wird er gestorben. Von den nächsten Tank hin. Dass auf jeden Fall Arrogance ohne ein bisschen Zeit hat. So, und das war's. Jetzt kommt wieder die Aufladen. Kommt natürlich gleich der Burst, logischerweise. Ne? So, jetzt setzen wir da noch einfach einen zusätzlichen Damage-Dealer mit hin. Jetzt seht ihr, wir haben 17 bis 21. Es stehen noch drei Gegner sind auf dem Feld und einer steht da oben. Das heißt, er hier kann weg. Theoretisch könntet ihr ihn auch jetzt wegmachen, um da versuchen, den So, jetzt pass auf, Achtung. Noch schnell den hier wieder hinsetzen. Und jetzt können wir mit Brockner nochmal das große Schild machen von seiner Ulti. Wenn es denn... Achso, der ist gerade in seiner Eisphase. Geht nicht. Ja, ist klar. Jetzt sieht er wieder schön Damage von oben nach unten. Damage, Damage, Damage. Brauchen wir die Phase rein. Zack, bisschen Schild raus. Da seht ihr, er ist gestorben. Jetzt haben wir Olak wieder ready. Und so müsstet ihr das machen. Wenn ihr sagt, das reicht mir nicht, dann nehmt ihr statt einen zweiten Tank halt einen Champion mit, den ihr dahinter stellt, der vielleicht noch ein bisschen heilt. Es gibt noch die eine Lady, gibt's, die noch heilt, während sie tankt. Das hilft auch, um diese Phasen, diese hier, diese kritischen, zu überstehen. Wer jetzt keine Elowin hat oder so. Aber so fahre ich die Taktik, ohne dass ich dann Gefahr laufe. Man kann auch einen zweiten Schützen hinstellen, um noch mehr Schaden zu machen. Das geht auch, der kann halt dann immer sterben wegen mir, das ist egal, aber hauptsächlich fahrt die Burstphasen auch nicht durch. So, so spiele ich das. Das ist relativ einfach. So, wir haben noch eine Gold. Gold nehmen wir nicht, Gold holen wir uns. Mit meinem Auto. Prost. Wie immer, meine Vierer-Kombo aus Albtraum, Hatsut, Nyx und Kamet Vienna. Die ballern dann hier einfach alle durch. Und Mary zum Sloan. Gerade bei großen Gegner-Wave ist Mary einfach nice. Also dadurch, dass sie dann einfach mal dort zwei, drei Gegner slowt, reicht schon. Ja, und da geht's ab wie die Luzi hier. Das ist schön, oder? Und explodiert. Ich liebe das. Ich finde das einfach nur nice. Das ist so richtig einfach nur Chaos. Es ist einfach nur Chaos. Und Chaos ist toll. In dem Fall ist Chaos toll. So, das war's schon, oder? Ein bisschen Gold. Jetzt kommen wir zum Endboss. Und beim Endboss gibt es eigentlich eine ganz simple Taktik, wie ihr das macht. Guckt euch mal hier, ne? Da wieder mal. Aber ich muss dazu sagen, 35% auf Albtraumfraktion. Der Bonus. So. Dann den da. So, dann den da noch. Ah, wir nähern uns, wir kommen. So, jetzt. Also. Die Map. Ihr habt hier oben einen Spot, auf dem man feuern kann. Und hier hinten Tankspots und hier oben, ne? So. Was ich immer mache, ist, was auf jeden Fall mitläuft. Arrogance und die Tanks plus ein Healer. Ein Healer reicht mir. Was ich mache, ist, dass ich, um den Damage zu fahren, mit Silas reingehe und Silas nach unten feuern lasse. So, wir nehmen jetzt hier zwei Tanks mit. So, das reicht mir. Wir sind viel zu Gefahr, viel zu wenig Kampfkraft, ne? Braucht ihr auch nicht. Auf ein neues. Wir brauchen Linda. Wir brauchen Linda. Und Neustart, falsch. Wir brauchen so. So.
Weil der schützt, tötet die da oben weg, ohne Probleme. So, dann stellen wir unten ihn hin. Wir brauchen da noch keinen anderen. Wo ist die richtige Reihenfolge? Jetzt müsst ihr genau aufpassen. Passt auf die Reihenfolge auf, das ist wirklich wichtig. Und sich da nicht versaut. Okay, so, jetzt hier haben wir noch einen Tank übrig, ne? Und wir haben hier oben, der kommt jetzt dorthin, also ein Fighter. Dadurch haben wir die, die Gruppe voll, den Bonus voll gemacht. So, jetzt setzen wir hinten noch einen Healer hin, dass wir auf jeden Fall safe sind dort. Er könnte da ohne einen Schützen sein. Es muss kein Healer sein, ne? Ihr könntet da auch mit noch einem Schützen da rumballern. So, ihr seht ja, jetzt kommen hier die oben die Ads, die werden sowieso, die sind leicht da oben, die sind relativ einfach. Den Schützen nicht hier vorne stellen, sondern dort, damit euer Kämpfer hier oben das schafft. Falls ihr das nicht habt, könnt ihr da auch einen Healer draufsetzen. Setzt Olak und dahinter einen Fighter, der dann Damage macht. Das geht auch. Spielt keine Rolle. Warum habe ich jetzt hier nur einen Tank hingesetzt? Wir werden jetzt Arrogance, wenn wir da oben die Ads nicht mehr brauchen, wenn die weg sind, werden wir Arrogance wegnehmen und den da runtersetzen. So, dann war das alles weg. Sprich, wenn der Boss kommt, ne? So. Halten wir ihn nochmal komplett hoch. Kommt der Boss? Nehmen jetzt die hier oben weg. So, warten wir jetzt, bis er da oben die Ulti wieder voll hat. Finden die und batschen das dann so richtig schön da durch. So, wie der jetzt dann da fertig ist mit seiner Ulti. So, zack, er ist getötet. Die spawnen wir beide. Der läuft jetzt da rum und setzt sich da rum auf diese Kugel. Da bleibt er sitzen. So, und wir stellen jetzt hier unten hinter den einen Spot einen Damage-Spot dahinter. So, dass wir da schön Schaden machen können. Und Brocknir muss einfach nur am Leben bleiben. Der muss einfach nur geschützt sein. Mehr muss da nicht passieren. Oder mehr muss er nicht machen. Seht schon, da kommt richtig Schaden bei rum. Ne? Das ist gar nicht so ohne. Kann man jetzt hier auch noch unterstützend so fahren, wenn ihr das wollt. Wichtig ist einfach, dass... ja, da oben stellt er jetzt Olak hin. Und macht den Zielers in die linke Richtung gucken. So, und jetzt, wenn der losläuft, dann tötet ihr den damit einfach. Mit der Ulti. Wieder Boss aber die. Super, pass mal hier unten mal ein bisschen auf, dass wir dich hier nicht verkacken. Das alles so läuft, wie es sein soll. Sieht aber ganz gut aus. So, jetzt da oben Achtung. Und jetzt Ulti zünden. Und den Boss dann einfach durchschotten. So. Genau. Das war der Nightmare Rift, beziehungsweise leeren Riss auf Stufe Nightmare. Seelenriss. Boy trifft. Da kann man Nightmare Rift. So, und es ist natürlich klar, dass Silas hier Monster ist, ne? Ihr könntet da oben aber auch einen Tank hinstellen und dahinter den schützt den Kämpfer und dann über die Dings heilen. Das geht auch. Nur ist der Damage ja nicht so ohne, der da rumkommt. Also den. Jo. Jo, und das war's. Gucken wir mal, was wir bekommen haben. 100% haben wir. Würde ich sagen. Wir haben 100%, holen wir uns die ganze Belohnung einsammeln. Gucken wir mal, was wir bekommen haben. Oh, ein Dämonensoldaten, nicht schlecht, epic. Antikes, oh. Oh, schön. Guck mal, Angriff, Bonus, Crit Damage, Fluch, das nehmen wir. Oh, Träne des Sternex bekommen. Alter, der Loot hat sich gelohnt diesmal. Diesmal haben wir richtig abgesahnt, Leute. Wir haben 3 uralte Beschwörungskristalle bekommen. Was richtig nice ist. Mythis, Amulett bekommen. Ich würde sagen, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Diesmal hat sich einmal diese großen Kristalle, die Lordkristalle. Damit haben wir auf jeden Fall das Inventar ein bisschen gedrückt oder gesteigert. Gucken wir gerade mal ins Inventar, wenn dann irgendwann ins Inventar gehen würde. Hello? Ja. 27, ne? Das ist natürlich ordentlich. Also 27 haben wir inzwischen schon. Die sammeln sich echt an. Das ist echt super. So, und ansonsten, ja, so, das heißt, mit dem Artefakt, das leveln wir jetzt noch.
Guck mal, natürlich auch mal, wie triggert, ne? Ich weiß gar nicht, was das war. Was auf jeden Fall nicht. Das, auf das war bestimmt das andere. Das da wollten wir haben. 16, gleich mal voll, da kann er hochziehen. Ja, ist okay. Ist okay. Eigentlich sollte Crit-Quote schon weiter, aber nichtsdestotrotz werde ich das Item behalten. Also wenn man immer ein Item behalten kann, von daher passt schon. Jo, also, damit hoffe ich, dass ich euch den Void Rift mal komplett zeigen konnte für diese. Nächstes Mal ist wieder Lasier dran. Die Rotation mit Lasier, die ist ein bisschen, naja, eigentlich eine andere Art, knackiger. Ne? Das sind natürlich neue Raids, neue Formate. Mir macht übelst Spaß, da rum zu taktieren. Ich finde das mega lustig. Also, ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Dann sehen wir uns in der nächsten leeren Riss-Serie. Bis dann, euer Farbstoff. Ciao, ciao. Wo ist der Knopf? Ey, Knopf, Alter.